Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play von World of Tanks. Mein Name ist Broko und ich spiele mein Warum will ich dann immer VCM sein? FCM 50T. Jedes Mal V. Scheint irgendwie nicht so in die Birne zu gehen. So, Premium Tank der Franzosen. Ihr wisst, ich bin ja nach wie vor immer noch auf der Jagd, immer noch ein bisschen auf der Jagd nach Credits. Ganz wichtige Geschichte. Und deswegen kommt auch immer fast in jedem Let's Play jetzt ein Premium Tank vor. So, ich fahre wahrscheinlich ganz nach außen. Top Tier. Wir sind 6-8er, die Gegner 5. Und so schnell wie der Indienpanzer, so der Hammer. So, da fahren jetzt genug, aber da fahre ich sofort in die Stadt. Hat er nicht so verstanden, wie man der E25 spielt, ne? So. Das könnt ihr mal. Das ist das, was ich heute überhaupt nicht verstehe. Ich habe bisher noch keine Runde gewonnen. Kein Schuss geht zweimal irgendwo dorthin. Die ganze Zeit schon nicht. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben uns ein bisschen verarscht vor heute. Jeder zweite Schuss geht immer daneben. Ich müsste es einfach mal dokumentieren und aufheben und dann mal Wargaming schicken und mal vor, was die Scheiße soll. Na, das ist gut, dass der Bot nach vorne geht. Fahr noch ein bisschen zurück. Komm, dann gehe ich mal zur anderen Seite. Der ging voll durch ihre Panzerung. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Geschwindigkeit von dem FCM ist echt saugeil. Habe ich FCM gesagt oder VCM? Ich glaube schon FCM gesagt. Nicht getroffen. Nicht getroffen.
So. Und gerade noch einen von der Artierin gesammelt, grit. Der Swege. Aber ich habe den ja gerammt. Der wollte den ja einfach wegknallen. So. Dreifache Punkte gibt's. Sehr schön. 2002 Schaden, 2 Abschüsse. Aber das Wichtigste ist immer Hauptsache über 600 Erfahrung. 844. So. 12 Schuss, 9 Treffer. Alles andere geht so gerade. Fürs Event noch ein bisschen was dazu bekommen. Deswegen, das müssen wir mit einberechnen. Aber ich lese das dann besser auch vor. Da haben wir einen besseren Überblick, was man so mit dem Panzer rausbekommt. Mit Premium, jetzt mit Event, also plus die knapp 14.000 Credits habe ich fürs Event noch bekommen. Habe ich 75.300 Credits rausbekommen. Und ohne Premium-Account wären es immerhin fast 48.000 Credits. Das ist ordentlich. So, gucken wir mal, was die Gegner so fabriziert haben. Ja, das waren eigentlich dann wie so oft 3 Stück über 1000. Und dann geht's bergab mit dem Schaden her. Und so hat es auch dann im Team im Endeffekt ausgesehen. So, der FCM. Also ich muss sagen, ich finde eine Panzer mittlerweile echt geil. Er ist schnell. Man ist natürlich ein typischer Franzosenpanzer. Man kann einfach nicht an die Front mit dem Ding. Weil dann ist man, der schluckt alles und der schluckt so, wie die Deutschen genauso schlucken. So, dass meistens irgendwas im Arsch ist. Und das nervt ja halt wie Sau. Ist halt kein Russe der oder Ami, der alles runtergeschossen kriegt, ohne dass großartig was kaputt geht. So geht's mir mal so. Franzose und Deutsche, immer irgendwas im Arsch. Besatzungsmitglied oder irgendein Modul flieht auseinander oder was weiß ich. Deswegen, aber ich muss sagen, der Panzer macht echt Bock. Ich weiß nicht, ich hatte gar keine großen Probleme mit dem bisher. Man sollte halt ein bisschen defensiver spielen mit einer halbwegs gescheiten Mannschaft drin. Macht das Ding echt Laune, ne? Also empfehlenswert. Auf jeden Fall für ein Tier 8 Premium Tank. Jo. Ist auch ein schönes Ding. Die Franzosen haben einfach die geilsten Tarnfarben, finde ich. Die gefällt mir eine meiner Favoriten von der Tarnung her. Ihr seht, ich habe den nicht mal ausgebaut. Ich komme einfach mit meinen Credits nicht dazu, die Panzer auszubauen. Bin jetzt am Sparen für die E75 und alles und deswegen kommt hier jetzt erstmal nichts mehr rein. Ich habe jetzt einen Ansetzer drin. Verbesserter Waffenrichtantrieb wird wahrscheinlich drin kommen ohne Lüftung. Bin mir noch nicht so sicher. Aber ich denke mal so, ungefähr wird es aussehen. Okay, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So Jungs und Mädels, da bin ich auch wieder. Diesmal im KV-13 auf der Wunschliste relativ weit oben gewesen. Eigentlich schon gedacht, spiele ich mal nochmal, bevor ich es nochmal vergesse. So, mir spiele Pornonovka. Tier 8 gefescht. Und zu drei größten Gegnern denkst du, IS-3 Löwe T-34. Keine Arti, kein Nix, kein Eisch. Das ist schon mal gut. So, ich gehe mal direkt spotten. Was haben die dann als schnelle Tanks? Der VK. Okay, dann haben sie relativ viel schwerer. Nein, gar keinen. Panther 2 steht wieder. Das machen ganz viele Medium-Tanks, habe ich schon mal gemerkt. Weil es dann so mache, als wären sie AFK. Hauptgeschütz getroffen. Richtschütze ausgefallen, wir feuern blind. Ach jo, ey. Kurz mal die Nase rausgehalten und beide Sachen im Arsch, oder was? Aufklärung ist das A und O.
Bang! So, was haben wir denn hier noch? Ferdinand T29. Ich darf keinen mehr kassieren. Da hinten sind noch die Stümper, die hinten noch stehen geblieben sind. Mal gucken, wo der Nummer ist. Da ist er. Da ist noch ein Tank. So. Der ging nicht durch. Komm ich nicht durch mit dem. Da komme ich nicht durch. Da steht noch ein VK. So, fahren wir mal da oben hin und gucken wir uns das Ganze mal an. Und hier noch der Tiger? Ah ne, da hier. Wow! Und der VK, schön. Wieder die Seite weggerammelt. Au, das da war mal noch eine gute Runde. Ach, das hätte ich nicht gedacht, dass ich heute noch überhaupt noch was gewinne, du. So, 504 Schaden. Aber meine 600 Erfahrung habe ich trotzdem.
Ich denke, ich mache es als Let's Play. So, was haben wir dann hier? 13 Schuss, 6 Treffer, das ist eigentlich egal. 504 Schaden, potenziell nicht 1095 erhalten und durch Aufklärung 1222. Dachte ich, es wäre noch ein bisschen mehr. So, mit Premium 18.400 Credits rausbekommen und ohne Premium 7.500. Hab aber noch fürs Event noch 5.466 dazu bekommen. Der Löwe, okay. Aber der hat nicht viel Grit. Der IS. Ein bisschen schon was. Das ist echt nicht viel. Ich dachte, ich hätte dort viel mehr noch ein bisschen aufgeklärt. So schnell kann man sich wieder täuschen, ne? Hat man die doch nicht aufgeklärt und schon stehe ich da und hast doch weitaus wieder weniger, als du gedacht hättest. Na, trotzdem über 600 Erfahrung, das ist das Wichtigste. Muss man mal im Wehrpass gucken. 577 mittlere Erfahrung. Ist wieder runtergegangen. Vor Schwuch hatte ich nur Scheißrunden. Teilweise immer mit 200, 300 Erfahrung, dann geht das natürlich massiv runter. Scheiße. Gucke, wann ich doch jemals über 600 komme. Wenn überhaupt. Scheißdreck. Naja. So, KV-13 kann ich auch von der Liste streichen. Was kann ich dann hier noch? Ja, die Panzer, die habe ich schon gespielt. Immer hier Panzer mal holen, die ich schon nicht gespielt habe. Jagdtiger steht wieder relativ weit oben. Man muss schon mal gucken fürs nächste Let's Play. Auf jeden Fall kommt dann nochmal Premium-Tank. Ihr wisst ja, Premium, Credits, Credits, Credits. Das Spiel wird sauteuer, ey, momentan für meine Let's Plays. IS-3 gekauft, so viel umgeschult, so viel gekauft für die Jagd auf Broken-Dinger. Und. Da ist also, bam, alles weg. Da rennt schon praktisch deine Credits nur hinterher. Aber ist halt so. KV-13 zum Tank. Überraschend gut, mir gefällt er richtig gut. Das Schöne an dem Panzer, ich musste so gut wie nichts mehr erforschen, weil ich so gut wie alles hatte. Freue mich aber schon auf den T-43 und der T-44 soll ja relativ gut sein. Ja, da haben wir nochmal ein bisschen was Neues zum Erforschen. Und dann kommt der absolute Traumpanzer T-54. Bin ich mal richtig gespannt, ob ich überhaupt mit dem zurechtkomme. Aber das dauert noch ein bisschen. Ansonsten KV-4. Steht noch offen. Der braucht auch nicht mehr viel. Knapp 11.000. Oder? Nee. 21.000. Ja, 21.000 Credits noch. Das ist auch nicht mehr viel, aber den spiele ich nicht mehr so gern. Aber das ist, ach Gott, wenn ich mir überlege, was ich hier alles noch freispielen will und machen will danach. Nach dem E75 muss der E75 erstmal ausgebaut werden. Dann habe ich mal vorgenommen, den T25-2 fertig zu spielen. Dann möchte ich auch noch den Franzosen-TD eine Runde weiterspielen. Dann wird es Zeit, danach definitiv T32 auf M103. Und das kostet, das ist alles nicht nur 500.000 oder so. Das sind alles weit über 1 Million Credits. Und jetzt geht's halt, wie gesagt, ne? Ich gehe bald hier voll der Kollaps mit meinen Credits. Ich kann mir gar nichts mehr kaufen, für alles auszurüsten. Natürlich wird der E75 komplett ausgerüstet. Aber es ist schon... Also wenn man jetzt normal spielt, ohne so... Ich mache das hier nur wegen der Let's Plays im Endeffekt. Ne? Sonst werde ich mal sagen, komm, ich mache mir hier jetzt... Baue mir jeden Panzer mal so weit aus und gehe dann irgendwann mal auf die E75. Aber ich möchte den ja auch für die Let's Plays mal haben und so. Und, weil lieber Mann, da ist also mit der Credits ist nichts, ne? Ist gar nichts. Kann ich voll knicken. Ich habe das Gefühl, ich hätte früher mehr Credits bekommen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich meine immer, ich kriege weniger Credits. Man hat Events, man hat das, man kriegt hier noch, wenn du nur dich einloggst oder wenn du nur, sagen wir, deinen Namen richtig schreiben kannst, kriegst du schon Credits und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird immer weniger. Du weißt nicht, warum, ich schieße kaum Gold. Ich habe keine, hier, wie nennt man es? Die Gold-Zubehör-Dinger da. Steht da. Das Verbrauchsmaterial nicht mit Gold. Kein Goldmunition. Trotzdem sind meine Credits immer so schnell weg. Ja, wenn du mal Panzer kauft, ist es halt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es früher mehr war. Aber ich glaube, man spielt auch die anderen Tanks. Zum Beispiel Tiger 2 bringt nicht viel Credits ein.
Und eigentlich fast jeder Achter bringt nicht so viel Credits mehr ein. Außer Premium-Tanks. Und ich glaube, daran hängt es dann auch, dass man dann merkt, es wird teurer. Ne, die bringen zwar mehr Credits vielleicht als ein Tier 6er und so, aber du bekommst weitaus weniger raus. Ne? Außerdem sind die Runden dann oftmals, dass man am 10er gefescht ist. Die rumsen dir zwei, drei Mümpeln rein ins Gebälk und dann schon ein bisschen Reparaturkosten von jenseits von Gut und Böse. Ne? So läuft's doch, oder? Genau so läuft's. Aber ist halt unser geliebtes World of Tanks, ne? Und ich würde sagen, bevor ich mich weiter hier aufrege, bis zum nächsten Mal.